Mein Name ist Oliver Goblirsch. Mit 19 Jahren habe ich mich selbstständig gemacht und mit 26 war ich über 400.000 Euro im Minus. 8 Jahre später war ich finanziell unabhängig und habe mich dann nach meiner Bestimmung gefragt. Ich habe sehr schnell festgestellt, dass mein größtes Glück darin liegt, anderen zu helfen. Gemeinsam mit meinem Team verfolge ich unsere Vision. Bei allem, was wir tun, glauben wir daran, den Status quo herauszufordern. Wir glauben daran, anders zu denken. Sei mit dabei und erlebe hautnah mit, wie wir dabei ein Billion-Dollar-Business aufbauen. So, jetzt sind wir beim letzten Mal einfach unterbrochen worden. Wieso? 22. September war Geburtstermin angesetzt, 21. September war Geburtstermin angesetzt. Eine Woche vorher habe ich dann mich komplett um die Jasmin gekümmert, weil ein bisschen mehr Schwangerschaftsbeschwerden da waren. Und es war auch die Absprache, dass ich 1-2 Wochen vorher Urlaub mache, weil so viel los war im Geschäft, aber es bis zum letzten Moment gezogen. Und wir sind am 22. September, sind wir Eltern geworden, haben den Alexander bekommen und die Jasmin steht hier gerade drüben, weil wir im Büro da sind. Hallihallo. Und das ist unser kleiner Mann. Ja, gesund und munter. Ja, jetzt haben wir 2 davon, den Maximilian und den Alexander. Wie geht's dir? Ja, also im Verhältnis zur ersten Geburt war das jetzt alles viel reibungsloser. Mir geht's eigentlich schon richtig, richtig gut. Manchmal vergesse ich schon, dass das erst 2,5 Wochen her ist. Fange dann an, schnell zu laufen und spätestens dann merke ich, habe erst eine Geburt hinter mir. Bin sehr glücklich, dass alles so gelaufen ist und alle gesund sind und auch jetzt schon wieder alle so fit, dass wir jetzt heute auch schon in der Firma sein können, beim Teamessen dabei sind und wir genießen jetzt einfach die Zeit. Und bei den Aktivitäten haben wir hier, an der Stelle können wir das Objekt verknüpfen, das heißt hier mache ich einen Rechtsklick und da es jetzt hier schon im Verlauf ist, klicke ich hier einmal aufs Objekt, dann ist es hinterlegt, dann speichere ich und damit haben wir das Ganze dann auch erledigt. Philly hat mir jetzt noch gezeigt, wie man Wertermittlungen erstellt, wie man Kunden anlegt, Kundengespräche führt die ersten und ich freue mich schon auf München und bin sehr gespannt auf die ersten Kundengespräche, die ich durchführen werde. Jetzt hier gerade mit der Biene und mit der Biene machen wir gleich die Durchsprache für die Vernissage, erzähle ich euch gleich mehr und der Jan ist noch hinter der Kamera. Jan, komm her, grüß dich. Grüß dich. Der Jan ist heute bei uns, heute ist der erste Tag. Ja. Und du bist jetzt wie lange bei uns? Eine Woche. Eine Woche und was machst du bei uns? Ein Praktikum, ein BOGI-Praktikum. Wie heißt es? BOGI, also Berufsorientierung am Gymnasium. Okay, cool, wie alt bist du? 15 bin ich. Cool, wir haben uns vorher noch nicht gesehen, du bist der Bruder von der? Denise. Okay, ja. Und wie bist du dazu gekommen jetzt? Also ich war halt am Anfang unschlüssig, was ich machen soll, dachte so an die klassischen Dinge wie Daimler oder sowas. Okay. Dann habe ich Denise gefragt, was sie hier so macht und fand es ganz interessant und okay. Wollte ich jetzt mal gucken. Okay, du bist jetzt 4 Stunden bei uns, wie ist der erste Eindruck? Ist cool. Okay, also es ist cool nach 4 Stunden, das passt. Super, Jan, schön, dass du dabei bist. Mit der Biene machen wir jetzt gleich weiter und zwar geht es jetzt um das Thema Vernissage. Richtig, und wir müssen das Video noch aufnehmen und zwar haben wir 2 Tickets zu verlosen. Das Ganze bewerben wir über Facebook. Und da habe ich ihm Olli schon was an die Hand gegeben. Ein paar Stichpunkte, was er dazu sagen soll. Ich würde es auf mein Handy aufnehmen und dann direkt in Facebook online stellen. Das machen wir jetzt gleich. Das ist ziemlich cool. Ich komme jetzt raus, habe das da für mich da. Und die Biene hat schon alles vorbereitet. Dann nehmen wir das gleich auf. Mhm. Ich bin gleich wieder bei dir. Ich glaube es dann dran, aber ich nehme euch erstmal mit. Kommt mal mit, weil ich habe was Spannendes zu sagen. Nämlich, wie sich gerade alles entwickelt. Jan, du kannst ruhig einfach schnell Platz nehmen. Ich sitze gerade nämlich mit der Deli da und wir hatten ein Skype-Meeting. Und wir haben jetzt aktuell folgende Situation. Wir sind nicht so zufrieden mit der Entwicklung im Bereich Wohnen, Immobilienberater, Makler, wie wir das gerne wären. Das ist jetzt für den einen oder anderen, der uns zuschaut, vielleicht ein Hammer. Obwohl alles so toll aussieht, aber wir sind nicht zufrieden und die Makler haben manche Kritikpunkte und die gilt es jetzt drum auszuräumen. Diese Kritikpunkte sind vor allem an dem Thema, wie eng wir gerade getaktet sind in der Führung,
wie viel Zeit wir verbrauchen. Und da machen wir uns gerade die größten Gedanken und haben jetzt gesagt, wir fangen nochmal ganz klar vorne an von den Basics und gehen die alle auf Video. Was wir machen, wir gehen auf eine komplette E-Learning-Struktur. Die ist gerade jetzt die Deli am rausfinden, wie wir das lösen. Wird da jetzt die E-Learning oder hat schon angefangen, die E-Learning-Plattformen zu vergleichen. Wir werden das optimieren, das Gesamte. Wir werden einen Gesamtüberblick über die gesamten Prozesse nochmal darstellen und schauen, wie können wir das alles transferieren. Das ist jetzt die Hauptaufgabe. Dazu sind involviert die Katharina, der Philly, die Deli und ich. Und wir haben gesagt, wir machen da jetzt auch einen harten Cut, dass wir vom Tätigkeitsbereich und von der Zuordnung, also AKVR-Aufgaben, Kompetenzverantwortung, Rolle, hier da das Thema Aufgaben und Rolle, ist der Philly jetzt ausschließlich für die Makler ab heute voll da. Das heißt, er ist das Thema Einarbeitung, er ist das Thema Ausbildung und Weiterbildung, ist der Philly da. Ich werde da ein bisschen Ansprechpartner sein für die Sabine und den Steffen als Sonderfunktion und ansonsten ist der Philly für die Makler da. Die Katharina wird sich den ganzen Tag ab heute nur noch um das Thema Struktur Immobilienberater kümmern, nichts anderes mehr machen und hier sich vollkommen darauf konzentrieren, dass die ganzen Inhalte stehen, genauso wie es gerade die Biene für mich vorbereitet hatte, dass alle Inhalte stehen, dass alles vorbereitet ist und ich werde 50% meiner Zeit mit der Katharina verbringen, dass ich mein Wissen gemeinsam mit der Katharina ihrem Wissen kombiniere und zusammen fertig aufs Papier bringe, beziehungsweise in den Rechner und dann am Schluss in die E-Learning-Plattform. Und 50% meiner Zeit werde ich ab jetzt auf das Thema Finanzprodukte bringen, weil wir hier unglaublichen Bedarf haben und ich einfach nicht hinterhergekommen bin. Und die Deli wird 50% ihrer Zeit mit mir da verbringen, mit dem Thema Finanzprodukte und in Form von Assistenz, Controlling, Buchhaltung und Backend für das Thema Finanzprodukte mich voll unterstützen, damit wir das voranbringen. Und wir haben gerade die Zeit geplant, das werden wir wahrscheinlich für die nächsten 52 Wochen so machen. Das heißt, hier wird es extrem spannend sein, was wir da im Hintergrund machen und deswegen wollen wir euch auch zukünftig weiter mit auf die Reise nehmen, was die Makler parallel machen. Wir haben jetzt schon ein bisschen damit angefangen, das heißt, die Zielsetzung von der Serie in der Entwicklung ist, dass wir mehr die Objekte mitverfolgen, wie jetzt zum Beispiel bei der Sabina, die neues Objekt wieder reingeholt hat, dass ihr dann auch die Prozesse seht, wie läuft es dann in der Abwicklung mit den Kunden, mit den Verkäufern, wie sind die Verhandlungen etc. Das ist es von meiner Seite. Ich mache jetzt wieder weiter mit der Vernissage und der Biene mit dem Video und ich wünsche euch viel Spaß, wie es heute weitergeht.